Hallo, herzlich willkommen hier aus dem Märchenfundus. Mein Name ist Wilhelm Grimm und ich freue mich, dass du mit dabei bist bei unserem Märchen für Groß und Klein. Heute geht's um die berühmteste Band der Welt, die Bremer Stadtmusikanten. Es war einmal ein Mann, der hatte einen Esel, der schon lange Jahre die Säcke unverdrossen zur Mühle getragen hatte, dessen Kräfte aber nun zu Ende ging, sodass er zur Arbeit immer untauglicher ward. Da dachte der Herr daran, ihn aus dem Futter zu schaffen, aber der Esel merkte, dass kein guter Wind wehte, lief fort und machte sich auf den Weg nach Bremen. Dort, meinte er, könne er ja Stadtmusikant werden. Als er ein Weilchen fortgegangen war, fand er einen Jagdhund auf dem Wege liegen, der jappte wie einer, der sich müde gelaufen hat. »Nun, was jappst du so, Packan?« fragte der Esel. »Ach«, sagte der Hund, »weil ich alt bin und jeden Tag schwächer werd, auch auf der Jagd nicht mehr fort kann. Ach, hat mich mein Herr wolle totschlagen. Ach, da hab ich Reis ausgenommen. Aber womit soll ich nun mein Brot verdienen?« »Weißt du was?« sprach der Esel. »Ich gehe nach Bremen und werde dort Stadtmusikant. Geh mit und lass dich auch bei der Musik annehmen. Ich spiele die Laute und du schlägst die Pauke.« Der Hund war zufrieden und sie gingen weiter. Es dauerte nicht lange, so saß da eine Katze auf dem Wege und machte ein Gesicht wie 3 Tage Regenwetter. »Nun, was ist dir in die Quere gekommen, alter Bartputzer?« sprach der Esel. »Wer kann da so lustig sein, wenn's einem an den Kragen geht?« antwortete die Katze. »Weil ich nun zu Jahre komme, meine Zähne stumpf werden und ich lieber hinter dem Ofen sitze und spinne, als nach Mäusen herumzujagen, hat mich meine Frau ersäufen wollen. Ich hab mich zwar noch fortgemacht, aber nun ist guter Rat teuer. Wo soll ich hin?« »Ach, geh mit uns nach Bremen. Du verstehst dich doch auf die Nachtmusik. Da kannst du ein Stadtmusikant werden.« Die Katze hielt das für gut und ging mit. Darauf kamen die 3 Landflüchtigen an einem Hof vorbei. Da saß auf dem Tor der Haushahn und schrie aus Leibeskräften. »Du schreist einem ja durch Mark und Bein«, sprach der Esel. »Was hast du vor?« »Da hab ich gut Wetter prophezeit«, sprach der Hahn, »weil unserer liebsten Frau Tag ist, wo die dem Christkindlein die Hemdchen gewaschen hat und sie trocknen will. Aber weil ich zum Morgen, zum Sonntag die Gäste kommen, so hat die Hausfrau doch kein Erbarmen und hat der Köchin gesagt, sie wolle mich morgen in der Suppe essen. Und da soll ich mir heute Abend den Kopf abschneiden lassen. Nun schrei ich aus vollem Hals, solange ich es noch kann.« »Ei, was du Rotkopf«, sagte der Esel, »zieh lieber mit uns fort. Wir gehen nach Bremen. Etwas Besseres als den Tod findest du überall. Du hast eine gute Stimme, und wenn wir zusammen musizieren, so muss es eine Art haben.« Der Hahn ließ sich den Vorschlag gefallen, und sie gingen alle 4 zusammen fort. Sie konnten aber die Stadt Bremen in einem Tage nicht erreichen und kamen abends in einen Wald, wo sie übernachten wollten. Der Esel und der Hund legten sich unter einen großen Baum, die Katze und der Hahn machten sich in die Äste, der Hahn aber flog bis in die Spitze, wo es am sichersten für ihn war. Ehe er einschlief, sah er sich noch einmal nach allen 4 Winden um. Da deuchte ihn, er sähe in der Ferne ein Fünkchen brennen und rief seinen Gesellen zu, es müsste gar nicht weit ein Haus sein, denn es scheint ein Licht. Der Esel sprach, oh, so müssten wir uns aufmachen und noch hingehen, denn hier ist die Herberge schlecht. Der Hund meinte, ein paar Knochen und etwas Fleisch dran täten ihm auch gut.
Also machten sie sich auf den Weg nach der Gegend, wo das Licht war, und sahen es bald heller schimmern, und es war immer größer, bis sie vor ein hell erleuchtetes Räuberhaus kamen. Der Esel, weil er der Größte war, näherte sich dem Fenster und schaute hinein. »Was siehst du, Grauschimmel?« fragte der Hahn. »Was ich sehe«, antwortete der Esel, »einen gedeckten Tisch mit schönem Essen und Trinken, und Räuber sitzen daran und lassen sich's wohl sein.« »Och, das wäre was für uns«, sprach der Hahn. »Ja, ja, ach, wären wir da«, sagte der Esel. Da ratschlagten die Tiere, wie sie es anfangen müssten, um die Räuber hinauszujagen, und fanden endlich ein Mittel. Der Esel musste sich mit den Vorderfüßen auf das Fenster stellen, der Hund auf des Esels Rücken springen, die Katze auf den Hund klettern, und endlich flog der Hahn hinauf und setzte sich der Katze auf den Kopf. Wie das geschehen war, fing sie auf ein Zeichen insgesamt an, ihre Musik zu machen. Der Esel schrie, der Hund bellte, die Katze miaute und der Hahn krähte. Dann stürzten sie durch das Fenster in die Stube hinein, dass die Scheiben klirrten. Die Räuber fuhren bei dem entsetzlichen Geschrei in die Höhe, meinten nichts anderes als ein Gespenst käme hereingeflogen und flohen in ihrer Furcht in den Wald hinaus. Nun setzten sich die vier Gesellen an den Tisch, nahmen mit dem vorlieb, was übrig geblieben war, und aßen, als wenn sie 4 Wochen hungern sollten. Wie die 4 Spielleute fertig waren, löschten sie das Licht aus und suchten sich eine Schlafstätte, jeder nach seiner Natur und Bequemlichkeit. Der Esel legte sich auf den Mist, der Hund hinter die Tür, die Katze auf den Herd bei die warme Asche. Und der Hahn setzte sich auf den Hahnenbalken. Und weil sie müde waren von ihrem langen Weg, schliefen sie auch bald ein. Als Mitternacht vorbei war und die Räuber von Weitem sahen, dass kein Licht mehr im Hause brannte, auch alles ruhig schien, sprach der Hauptmann, »Ha, wir hätten uns doch nicht sollen ins Bockshorn jagen lassen«, und hieß einen hingehen und das Haus untersuchen. Der Abgeschickte fand alles still, ging in die Küche, ein Licht anzuzünden, und weil er die glühenden, feurigen Augen der Katze für lebendige Kohlen ansah, hielt er ein Schwefelhölzchen dran, dass es Feuer fangen sollte. Aber die Katze verstand keinen Spaß, sprang ihm ins Gesicht und spie und kratzte. Da erschrak er gewaltig, lief und wollte zur Hintertür hinaus, aber der Hund, der da lag, sprang auf und biss ihm ins Bein. Und als er über den Hof an dem Mist vorbeirannte, gab ihm der Esel noch einen tüchtigen Schlag mit dem Hinterfuß. Der Hahn aber, der vom Lärm aus dem Schlaf geweckt und munter geworden war, rief vom Balken herab, »Kikeriki! Kikeriki!« Da lief der Räuber, was er konnte, zu seinem Hauptmann zurück und sprach, »Ach, in dem Haus sitzt eine gräuliche Hexe, die hat mich angehaucht mit ihren langen Fingern, mir das Gesicht zerkratzt. Und vor der Tür steht ein Mann mit einem Messer, der hat mich ins Bein gestochen. Und auf dem Hof liegt ein schwarzes Ungetüm, das hat mit einer Holzkeule auf mich losgeschlagen. Und oben auf dem Dach, da sitzt der Richter, der rief, bringt mir den Schelm her. Da machte ich, dass ich fortkam.« Von nun an getrauten sich die Räuber nicht weiter in das Haus. Den 4 Bremer Musikanten gefiel's aber so wohl darin, dass sie nicht wieder heraus wollten. Und der das zuletzt erzählt hat, dem ist der Mund noch warm. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Märchenland, Traum aller Kinder weit und breit, lass uns zu dir, denn wir sind jetzt bereit. Zeige uns, dass alles zu jeder Zeit geschah. Wir sind sicher, dort werden Träume wahr. Ich hoffe, das Märchen heute hat euch genauso viel Freude gemacht wie mir. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr Lust habt, zu der Geschichte ein Bild zu malen.
Das Bild könnt ihr uns schicken, am besten per E-Mail hier an dieser Adresse. Und die schönsten Bilder zeigen wir in einer der nächsten Folgen der Märchen für Groß und Klein. Denn wir sind jetzt bereit, zeige uns, was alles zu jeder Zeit geschah. Wir sind sehr